So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise wieder eine Hot Challenge. Kann man eigentlich gar nicht mehr sagen, oder? Denn wir haben ein Paket von Amikosi und Tivinus bekommen. Da waren Soßen drin, selbstgemachte Chili-Soßen. In einer weiteren Folge haben wir die drei Chili-Soßen getestet. Wir haben diese fruchtig milde, wir haben die fruchtig scharfe probiert und wir haben natürlich die extra scharfe mit Knobi und Chili, die ich ja besonders toll fand. Ich habe da noch einige Sachen mit vorgehabt und ich habe schon angekündigt, ich glaube, ich muss mir auch mal einen Döner holen. Am besten natürlich einen Döner ohne Soße, sonst merkt ihr sowieso nichts. Hab jetzt vom Dönermann meines Vertrauens, da ist immer so, weiß ich nicht, ich weiß dann immer nicht, wo ich hingehen soll. Wir haben den McDöner und wir haben das Pizza Kebab House, kurz auch Abo genannt. Wir haben McDöner, wir haben Abo, das sind die zwei. Da schmecken die Döner recht ähnlich. Ich würde sogar sagen, dass mir der vom Abo noch etwas besser schmeckt. Aber irgendwie fühle ich mich jedes Mal sehr komisch, wenn ich beim Abo einen Döner bestelle oder bestellen möchte. Du rufst da vielleicht an, bestellst was vor, also nicht gerade wegen dem Döner, sondern du rufst da an, bestellst das und das und das. Meistens, wenn du dann hinkommst, haben sie noch nicht mal damit angefangen oder haben es vergessen und irgendwas ist auf jeden Fall immer. Dann kommt der Nächste, da wirst du angeguckt wie ein Auto und du fühlst dich schon sichtlich unwohl. Dann sind da immer 50 Leute mit einmal da von den Mitarbeitern. Jeder ruft was durcheinander, du verstehst kein Wort. Du weißt nicht, was ist jetzt das Problem? Und dann im Endeffekt, auch wenn du eine Pizza mit Soße nimmst, vergessen sie meistens auch die Soße. Also es ist manchmal sehr chaotisch. Trotzdem esse ich da sehr gerne. Dort gibt's auch eben meine Lieblingspizza, die Pizza Koch. Jetzt beim Döner ist das genauso. Der Döner schmeckt mir eigentlich beim Abo besser. Aber wenn ich zum Abo gehe und einen Döner bestelle, weiß ich nicht. Das ist schon so richtig wie ein Gefühl in mir kommt auf nach dem Motto, was willst du denn von uns hier, hä? Warum bist du schon wieder da? Lass uns endlich in Ruhe, langsam reicht's doch, oder? Was ist dein Problem? Dabei möchte ich doch nur einen Döner bestellen. Was ich eben beim Mac-Döner nicht habe. Aber ich glaube, beim Mac-Döner sind auch insgesamt weniger Leute. Wenn du zum Mac-Döner gehst, hast du meistens gar keine Schlange, wo du dich anstellen musst. Dann hast du meistens gar keine Mitarbeiter da, die deine Bestellung entgegennehmen. Da ist vielleicht dann mal einer, das ist ruhig, das ist friedlich, das ist gesittet. Aber irgendwie habe ich von Mac-Döner nicht so diesen hohen Standard, wie ich ihn vom Abo kenne. Aber dafür fühlst du dich da, du fühlst dich wohl, aber irgendwie denkst du, es ist nur der Döner zweiter Wahl. Also möchtest du ja eigentlich zum Abo. Jetzt eben wollte ich auch zum Abo. Da Tür zu, da Fenster zu, da Klingel, da wieder dort. Dann wenn du klingelst, dann steht dort, komm rein, Junge. Wo du denkst, es steht doch da, nicht eintreten, man soll nur. Es ist auf jeden Fall immer sehr verworren, sodass mich auch das abgeschreckt hat, dass da schon 5 Leute davor standen. War mir alles einfach zu viel, bin ich schnell zum McDöner, da war gar niemand, da habe ich angerufen bei McDöner, gesagt, ich stehe davor, ob bitte mal jemand meine Bestellung entgegennehmen kann. Dann kam ein junger Mann, der hat sich um mich gekümmert, der war auf jeden Fall sehr nett und sehr freundlich, fand ich richtig gut, hab mir also deswegen jetzt ein Mann, Adi, ja, Adi will immer zu die Tüte klauen, hier. Dann nimm es halt mit und geh doch. Adi, ich verstehe dich nicht. Guck, jetzt knuffeln wir zusammen und meistens einmal zusammenknuffeln macht er dann immer die Schlange. Ah! Oder er fängt an und boxt einfach wild um sich. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Döner vom McDöner. Ich habe extra gesagt, ohne Soße, ansonsten bitte alles drauf. Den möchte ich jetzt mal auspacken. Und ich weiß nicht, habt ihr einen Lieblingsdönermann bei euch in der Stadt? Habt ihr mehrere Dönermänner, aber seht irgendwie deutliche Unterschiede bei euren Dönermännern? Gibt es vielleicht einen, wo es besser schmeckt, aber ihr trotzdem einen habt, wo ihr lieber hingeht? Kennt ihr das vielleicht? Ich habe jetzt den hier. Den nehme ich mal hoch. Den zeige ich mal hier. Sieht normal aus wie ein Döner. Ist halt trocken, ist halt ohne Soße. Hat aber ein richtig schönes, was ist das hier, Sesambrot. Also so viele Kerne
Habe ich da noch nie drauf gesehen. So viele Samen, so viel sonst was. Ist bei dem anderen, glaube ich, auch nicht. Bei dem anderen ist das Brot eigentlich immer glatt. Ne? Und jetzt haben wir ja das nächste Ding. Wir müssen ja auf dem Döner, wir wollen ja die extra scharfe Army-Soße testen. Das heißt, wir wühlen hier mal ein bisschen dran rum. Wir können euch auch mal zeigen, wie gut die Soße ist. Ihr seht der Adi. Und Adi, wie findest du die? Nee. Adi hat auf jeden Fall kein Interesse. Schade. Sonst riecht er und schreckt immer übelst zurück. Heute ist er ja ganz gemütlich gewesen. Wir nehmen uns jetzt mal hier eine Messerspitze raus. Wir packen uns das jetzt mal hier vorne auf den Döner drauf. Ungefähr so. Keine Ahnung. Wir schlecken das mal ab. Ich habe immer noch so ein, wie heißt das, Tabasco-Geschmack irgendwie. Noch so ein Stück Zwiebel dabei. Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Feeling, was ganz anderes, weil wenn ihr sonst immer sagt, bitte extra scharf, bitte extra scharf, bitte extra scharf, die können so viel Pulver oder Gewürze da drauf packen, wie sie wollen, der ist meistens trotzdem nicht scharf. Ich weiß nicht, wo sie ihre Gewürze oder ihr Pulver herbekommen immer oder ihre irgendwas, die hauen drauf, die sagen schon, oh Bruder. Und dann beißt du rein und denkst, naja, okay, aber sie hätten es auch scharf machen können, ja. Jetzt hast du hier diese Chili-Soße. Einfach nur handelsüblich hergestellt, ohne Handel, aber vom Amikosi. Und du hast jetzt schon einen viel schärferen Geschmack, als sie es je hinbekommen haben, scharf zu machen. Und zusätzlich ist es trotzdem erfrischend. Zusätzlich ist es trotzdem nicht trocken, weil es ist ja Soße. Stell dir, du haust dir Pulver da drauf. Das Pulver macht ja alles nur trocken, das Pulver ist staubig. Hier hast du wirklich Soße, die es dir erlaubt, auch endlich einen scharfen Döner zu essen. Deswegen, ich feiere das wirklich so sehr. Das ist, glaube ich, wirklich das Beste, was ich jetzt so in letzter Zeit noch gekriegt habe. 3-mal Chili-Soßen. Ihr wisst, ich liebe einfach scharfes Essen. Und das Öl von Sabrina war auch scharf, war auch eine super Angelegenheit. Das war aber so schnell leer. Und wenn ihr das irgendwo drauf habt, es ist halt einfach überall runtergelaufen. Und es war halt dann eher ölig. Als dass ihr das jetzt wirklich, tut euch den ganzen Döner damit einölen, das ist ja irgendwie Quatsch. Hier habt ihr viel, hier habt ihr das schön dickflüssig, hier habt ihr das drauf. Also gerade für dieses Essen ist das auf jeden Fall optimal geeignet. Ihr pflanzt euch das hier oben drauf, ihr beißt da ab. Und jetzt ist, wenn das einmal auf ist, ihr müsst das ja auch bald leer machen. Das heißt, ich werde in nächster Zeit viele Essen essen, die ich mir immer schön scharf würze. Mit der einen wollte ich ja vielleicht einfach das als Tomatensoße nehmen zu Nudeln. Vielleicht kann ich mir auch vom Chinamann gebratene Nudeln holen. Da sage ich auch immer extra scharf. Da machen die mal so ein bisschen Samba Oleg drauf. Und das würde bestimmt auch gut zu gebratenen Nudeln vom Chinamann passen. Passt gut zum Döner. Passt sicherlich auch richtig gut einfach zu Chili-Burgern. Selber Chili-Burger machen mit dieser Soße. Könnte man auch ausprobieren. Es gibt, könnte eigentlich alles damit. Deswegen danke nochmal Amikosi für diese heftige Soße, die so genial schmeckt, so viele Anwendungsgebiete hat. Dieses Chiliöl zum Beispiel. Ich könnte mir nicht vorstellen, auf den Hamburger Chiliöl zu tröpfeln und dann fließt alles runter und ist eingesaut und ist halt sehr ölig. Das wirklich nur ganz dezent zum Verfeinern von irgendwas, aber hier hast du halt wirklich wie eine Dipsoße. Das heißt, du kannst auch Tortilla-Chips nehmen, kannst die reintunken und kannst die essen. Das ist so viel Anwendung einfach da. Das war es jetzt aber von meiner Seite aus. Ich werde den jetzt noch fertig essen in Ruhe.
Ja, die Speichelbildung ist auch da. Man merkt die Soße also. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, vorhaut euer Ramses. Und wenn ihr auch Chili-Soßen habt, die ihr kennt, die es bei euch gibt, wo ihr sagt, die hauen rein, schickt mir die gerne mal zu. Ich werde jedes Mal testen jetzt auf irgendwelchen Döner oder so, sonst wie. Fände ich auf jeden Fall wunderbar. Das war's von meiner Seite aus. Beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Peace out, vorhaut euer Ramses.